Mahlzeit, da bin ich wieder. Kauft euch niemals ein Telefon von Sony. Ich habe jetzt übrigens mein in Anführungsstrichen repariertes Xperia zurück, weswegen ihr mich in 1080p mit 60 Frames seht. Aber ihr hört mich nach wie vor nur von rechts. Warum? Weil die Pisser das überhaupt nicht repariert haben. Die haben das Gerät genommen, die Rückseite ausgetauscht. Da war zwar ein Sprung, aber darum ging es mir gar nicht. War ja meine Schuld. Aber die Tonstörung haben sie nicht repariert. Einfach kaputt zurückgeschickt und Kopfhörer gehen auch nicht mehr. Haben sie auch im Arsch gemacht. Kauft niemals ein Sony-Telefon von diesem Drecksladen. Jetzt muss ich da gleich erstmal anrufen. Ich will aber dieses Eis jetzt hier essen. Ich besitze drin, weil es draußen viel zu heiß ist. Ich habe keinen Bock, bei 35 Grad zu sterben. Deswegen bin ich jetzt hier drin, aber halbwegs in der Sonne, um euch Vanilla Choc Ice Cream von Kaufland zu präsentieren. Ich hatte euch den Chocolate Fudge Brownie Abklatsch von Ben & Jerry's präsentiert, was extrem gut war und locker mit dem Ben & Jerry auch hätte mithalten können. Jetzt bin ich hier gespannt, wie der Half-Baked Abklatsch mithalten kann. Wenn wir uns einmal nochmal kurz angucken, was wir bei dem Ben & Jerry hier haben. Das ist jetzt das Ben & Jerry Half-Baked und zwar Schokoladen-Vanille-Eiscreme mit Schokogebäck, 8% Schokogebäck und 10% Schokoladenstückchen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Steht gar nichts an der Anzahl drin, aber jedenfalls auch Schokoladeneiscreme und Vanilleeiscreme mit Keksteigstückchen und Schokoladenstückchen. Das Ganze, wobei hier steht, auch 10% Schokoladenstückchen, 3% kakaohaltige Gebäckstückchen. Ach, Keksteig ist gar nicht drin, na doch. Keksteigstückchen mit Schokoladenstückchen. Ah, und 3% kakaohaltige Gebäckstückchen. Also 3% Brownies und 10% Keksteig. Wie war das jetzt hier nochmal? 8% Brownies und 10% Keksteig. Also hier sollten weniger Brownies drin sein. Oder? Ja, scheinbar schon. Wir werden aber sehen, es ist ja dafür auch deutlich billiger. Ach, jetzt steigt auch mal wieder die Hitze von dem Telefon. Boah, wenn ihr ein Xperia kauft, ich raste aus. Niemals! Scheiß Sony. So, 100 Gramm, 252 Kalorien. Das hier, 100 Gramm, 270 Kalorien, 14 Gramm Fett. Was haben wir hier? Auch 14 Gramm Fett, wahrscheinlich weniger Kohlenhydrate, 27. Ja, dann wird das wohl so sein. Das Ganze für 2 Euro, 500 Milliliter, 405 Gramm. Einhändig unboxen, wobei das Telefon gleich eh wieder ausgeht, weil es scheiße ist. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Nicht erregt, wobei das Eis erregt mich vielleicht. Ich hoffe, dass es gut ist. Die Folie ist schon mal scheiße. Die erregt meinen Ärger. Boah, die klebt aber hier drauf, ey. Ach, scheiße. So, das ist es. Unspektakulär. Man sieht aber Schokolade und Vanille. Ich lasse es antauen. Meld mich gleich wieder mit Vanilla Choc. So, also ich bin jetzt gerade noch mal etwas die Zutaten durchgegangen, weil das gerade irgendwie so verwirrend geschrieben war, beziehungsweise ich aufgrund meines Ärgers über das behinderte Sony-Telefon, welches ihr niemals kaufen solltet, das funktioniert übrigens auch gerade der Kameraständer nicht mehr, wahrscheinlich weil das Xperia-Telefon so schwer ist und so unhandlich und so scheiße. So, ich will ein neues haben, ein iPhone. Nein, eigentlich nicht. Viel zu teuer. Scheißteil. Alles scheiße. So, das Eis ist da. Übrigens ist es tatsächlich so, es ist gleich viel Keksteig drin, aber sollten weniger Brownies sein. Ich glaube übrigens, hier unten kann man direkt schon einen sehen. Teig, ja. Sieht übrigens gut schokoladig aus. Übrigens auch klar so Sahne-Eis. Weniger luftig. Könnte noch ein bisschen antauen. Ich habe aber keinen Bock mehr zu warten. Ich probiere jetzt hier mal etwas von der Schokolade. Oh ja, sehr schokoladig. Übrigens, Half-Baked, das wisst ihr ja, ist ja, übrigens will ich gleich keine Kommentare wieder hören, von wegen, wie ich Baked ausspreche. Es ist mir scheißegal. So, das ist ja quasi die Hochzeit von Cookie Doo und Chocolate Fudge Brownie. Der Klassiker übrigens, das Half-Baked von Ben & Jerry's, eins meiner absoluten Lieblingssorten, vor allem bei den Klassikern, ist sehr gut, weil es ist einfach das Beste aus beiden Welten, ne? Ich finde es jetzt hier direkt ein bisschen schade, dass so wenig Brownies drin sind. Warum haben sie da so wenig reingemacht? Oh, da ist auch schon der erste. Warum sie aber trotzdem laut Prozentangabe weniger drin haben? Und warum habe ich jetzt hier eigentlich einen Schatten? Das ist eine gute Frage. Woher kommt der? Ach, von dem Telefon selber. Weil es so groß ist und unhandlich.
Das ist jetzt hier so ein schöner, macht hier gerade draußen jemand Krach auf dem Hof. Hier haben wir jetzt so einen schönen Brownie. Der sieht eigentlich so schon mal ganz nice aus. Der ist auch schön knatschig, weich. Also das ist schon mal ganz fein. Das gefällt mir. Wollen wir mal sehen, ob wir irgendwie an das Vanille, ja, ich glaube, das ist unmöglich, drankommen. Das geht noch nicht. Aber cremig ist es, vor allem am Rand. Hier sieht man jetzt schön, wie es durchmischt ist. Scheiße. Boah, kacke, ist das kalt. Das heißt aber, dass die Zähne noch leben. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn es an den Zähnen zieht, sind sie noch am Leben. So. Die Schokolade dominiert, klar, das ist schon mal so weit klar, weil Vanille ist halt deutlich dezenter. Auch hier graben wir jetzt gerade etwas Keksteig scheinbar aus. Aha, so ein kleines Stückchen, ganz mickrig. Man sieht hier so diesen Schokosplitter da drin. Ein Stück ist jedenfalls, wo ist es? Recht klein. Das ist mir bei dem Fudge Brownie auch schon aufgefallen, dass da die Stücke, also bei dem Fudge Brownie Abklatsch, Schoko, wie heißt das nochmal, Choco, irgendwas, dass die Stücke deutlich kleiner sind. Hier auch der Keksteig, also nicht annähernd so groß wie bei Ben Jerry. Ich meine, vielleicht kommt es noch. Dadurch fehlt auch ein bisschen dieser geile Effekt, so eine ordentliche Portion Keksteig im Mund zu haben. Wobei, hier scheint jetzt was Größeres zu kommen. Wollen wir mal sehen. Ja, ist ein bisschen größer. Ist jetzt hier gerade auseinandergebröselt. Ist aber auch nicht ganz so groß wie bei Ben & Jerry. Nee, es waren zwei einzelne. Ich werde mal ein bisschen durchgraben. Bis jetzt geschmacklich an sich gut. Aber doch, dass der Keksteig kleiner ist, das stört mich gerade ein bisschen. Genauso wie bei den Brownies. Aber wenn man überlegt, oder ich glaube 2,50 kostet das Eis, ist das Eis... Ben & Jerry kostet 6 Euro, dass das deutlich teurer ist, ist es an sich schon mal an sich ganz okay, weil der Rest ist ja gut. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Ich bin jetzt hier gerade nochmal fleißig am Buddeln. Licht ist scheiße. Habe jetzt hier auch so ein bisschen Vanille quasi freigelegt. Was man jetzt, also wenn man Glück hat und man bekommt obendrauf Vanille, könnte man es vermutlich individuell herausschmecken. Aber da jetzt doch viel Kakaogeschmack im Mund ist, irgendwie ist das zu sonnig hier. Ah, so ist besser. Ist es jetzt schwer zu beurteilen, wie vanillig dieses Eis denn ist. Es ist auf jeden Fall alles sehr dicht. Cremig ist es auch. Wobei, ich müsste noch ein bisschen antauen. Nach wie vor. Ja. Was mir gefällt, das Eis ist auch nicht so sehr süß. Nicht, dass ich das jetzt kritisieren würde, aber ich mag das auch manchmal, wenn Eis nicht penetrant süß ist. Das ist schon mal soweit okay. Aber es sieht so aus, als ob es wirklich alles nur so kleine Keksteigstücke sind, was dann wirklich fast den Effekt zunichte macht, weil man gar nicht so ein großes Stück Teig halt hat. Und dadurch geht das aufgrund der umgebenden Eismasse total unter. Das finde ich sehr schade. Von daher werde ich jetzt gleich auch wahrscheinlich schon mein Fazit abgeben können. Ich probiere nochmal ein paar Löffel und melde mich gleich nochmal wieder. Für den Preis sicherlich gut, aber dann doch schlechter als das Original Half-Baked aufgrund der Größe. Bis gleich mal. Ich war jetzt neugierig und habe einfach mal tief drin rumgegraben, ob irgendwo doch größere Keksstücke sind. Ich wurde aber enttäuscht. Man kann es halt wirklich kaum sehen. Da, wo ist es? Ein bisschen drehen. Hier sieht man nochmal da vorne an der Spitze so ein kleines Keksteilstück. Die braunen Stücke auf jeden Fall auch deutlich weniger als bei Ben & Jerry und auch nicht ganz so fudgy. Also nicht ganz so klebrig. So, da bin ich wieder. Gerade ist das Telefon ja mal wieder abrupt ausgegangen, weil es überhitzt ist. Ist ja auch ein Sony Xperia. Kauft es euch niemals. Ich habe das Eis nicht mal so aufgegessen, weil ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht war von diesen kleinen Keksteilstücken. Das ist doch schon ein bisschen... Das ist schon ein größerer Kritikpunkt. Und auch die nicht so vielen Brownies, die sind auch so klein. Von daher, für den Preis ist es nach wie vor ein gutes Eis, kann man sagen, aber vielleicht war es auch einfach nur ein Zufall, dass dieses Schoko-Eis so extrem gut war und wirklich mit dem Fudge-Brownie mithalten könnte. Waren zwar auch die Brownie-Stücke ein bisschen kleiner, aber das war nicht so schlimm. Hier sind sie auch von der Größe okay, aber der Keksteig, diese kleinen Brösel-Dinger, nochmal reingucken, ob man sie irgendwo sieht. Das war echt, also ich habe hier so ein paar Löffel nur gegessen, weil ich wirklich mich ärgere.
Esse ich dann mal ab und zu mal so als Snack. Ja, von daher, also Eis an sich ist gut, so kann man sagen, für den Preis. Aber im Vergleich zu Ben Jerry ist es dann doch eher eine, ja, ich würde sagen 3 plus, wenn nicht sogar 3, weil halt einfach diese Keksteigstücke viel zu klein sind. Die Brownies zu klein und auch verhältnismäßig weniger drin. Aber ansonsten ist es schon ganz gutes Eis. Ich sehe jetzt auch an den Nährwerten nicht so schlechte Sachen. Eier aus Bodenfreilandhaltung halt auch ein bisschen schlechter, aber bei dem Preis kann man da eigentlich nicht meckern. Wie gesagt, geschmacklich ist es auch gut. Schön kakaoig, vollmundig, also ist auch wegen der Sahne, also hat einen guten Geschmack. Nicht ganz so cremig, meine ich, wie ein Ben & Jerry, aber ich habe es auch nicht so perfekt antauen lassen, von daher mag ich es jetzt nicht zu beurteilen. Aber das sind auch, wenn du die kleineren Mängel, die größeren Mängel, wirklich vor allem der sehr kleine Keksteig, von daher kriegt dieses Eis von mir nur eine 3, eventuell 3 plus. Im Vergleich für sich selbst, bei dem Preis ist es auf jeden Fall doch noch gutes Eis. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Rezension. Ich empfehle es euch trotzdem, es mal auszuprobieren, weil Preis-Leistung ist auf jeden Fall unschlagbar. Bis bald und macht's gut. Ciao. Ach ja, und kauft kein Sony Xperia.